Ob amerikanischer, irischer oder schottischer Whisky, sie alle haben etwas gemeinsam. Eine unverkennbare, eigenständige Signatur. In Schottland unterscheiden sich sogar die einzelnen Regionen im Geschmack. Servus zu einer neuen Folge der Inside World Spirit Shots. Wir begeben uns heute auf die Suche der Identität, der DNA des deutschen Whiskys. Dazu habe ich zwei Brennereien via Zoom zu mir eingeladen. Wir starten gleich mit der St. Kilians Destillerie. In Rüdenau begrüße ich recht herzlich Herrn Mario Rudolf. Servus Mario. Ja, servus und hallo. Es freut mich, dass du heute mit mir gemeinsam die Sendung moderieren wirst. Ihr seid, St. Kilians Brennerei ist ja ein Shootingstar. Ihr habt euch in den letzten 10 Jahren zu einer der besten deutschen Brennereien entwickelt. Wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Ja, wir sind, das ist schön, wenn wir als Shootingstar wahrgenommen werden. Das ist schon mal sehr toll und uns gibt es ja noch gar nicht so lange. Wir haben 2016 erst mit der Produktion angefangen. Die Firma gibt es schon 10 Jahre, aber 2016 den ersten Whisky produziert selber. Das heißt, wir haben jetzt den ältesten Whisky mit 6 Jahren in den Legern. Also eine sehr junge Distille, aber wir sind doch schon sehr erfolgreich zum Glück. Wir produzieren nichts anderes als Single Malt Whisky und machen aber aus unserem New Make noch ein paar Liköre. Also das ist der Alkoholgrundstoff für Liköre. Und ja, wir haben 2 Potstills, 6000 Liter Brennblasen, die direkt aus Schottland kamen, von Forsyth, bekannte Marke. Haben also hier ein schottisches Equipment installiert, haben aber dazu dann eben ganz viel Experimentierfreude dazu addiert, sehr viel Hightech, was deutsche Messtechnik angeht und Steuerungstechnik, und haben so ein Hybrid geschaffen aus einer traditionellen schottischen Anlage, die dann aber auch modern interpretiert ist und auch modern genutzt wird. Und ach, was das Experimentieren angeht, sind wir da sehr, sehr, ja, extrem möchte ich fast sagen, was Malzmischungen angeht, was Fassarten angeht. Also das ist sehr weit ausgelegt. So, was ist eigentlich ein Single Malt? Ja, ein Single Malt Whisky ist eigentlich ganz simpel. Das ist also vermelzte Gerste wird hier zu 100% verwendet. Also keine unvermelzten Anteile, wie es in einem Grain Whisky zum Beispiel ist. Es kommt eben als Single Malt Whisky aus einer einzigen Distille, eben hier aus Rüdenau, aus unserer Distille. Und ja, muss dann mindestens 3 Jahre eben im Fass gelagert sein. Wobei bei uns hier zum Glück im Rest von Europa, außerhalb von Schottlands, ja eigentlich jegliche Holzarten, jegliche Fassarten mit jeglichen Vorbelegungen erlaubt sind. Ein Ex-Investmentbanker hat Lust auf Whisky gehabt. Ich habe gehört, dass auf diesem Standort früher edler Stoff produziert wurde und jetzt edelster geistiger Stoff. Das ist genau richtig. Der Andreas Tümmler, unser Inhaber, ist Investmentbanker, ist aber gebürtig hier aus dem kleinen Ort Rüdenau. Und wir haben ja bloß knapp über 700 Einwohner hier und hat seine Wurzeln wieder entdeckt, ist wieder zurückgekommen und hat seine Leidenschaft des Whisky-Sammelns dann eben umgemünzt in das Unternehmen, hat hier also das Geld eingebracht, um hier die größte Whisky-Destillerie Deutschlands zu bauen. Und ja, das, was wir vorher gehabt haben in diesen Gebäuden, das historischen Gebäuden möchte ich fast sagen, das war eine Textilfabrik, die Textilfabrik Meixner, die auch weithin überregional bekannt war. Die musste eben eines Tages in die Insolvenz gehen und so stand dann quasi die Möglichkeit für den Andreas Tümmler offen, hier was Neues zu entwickeln. Das einen Glück, das anderen Pech. Aber nur mit dir sprechen ist eine ziemlich trockene Angelegenheit. Was hältst du davon, dass wir jetzt gemeinsam 3 Produkte von euch verkosten? Du hast dir etwas vorbereitet. Starten wir mit dem ersten Produkt. Sag mal, was hast du bitte für uns? Ja, also wir haben hier 3 Produkte dabei, die so ein bisschen zeigen, was wir so treiben. Denn neben Single Malt Whisky, den wir natürlich hier selber herstellen, haben wir auch noch einen International Blend kreiert aus unserem Single Malt Whisky und dem Whisky von der Great Northern Distillery in Dundalk in Ireland. Da gibt es eine besondere Beziehung. Der David Heinz, der dort der Direktor ist, ist eben auch derjenige, der uns hier beim Aufbau mitgeholfen hat. Und aus dieser Freundschaft ist eben dann auch so ein internationaler Blend entstanden. Der Bud Spencer, The Legend Whisky, also ein International Blend aus St. Kilian und Great Northern Distillery.
Hier haben wir den Milden am Start. Der hat ja auch schon mal bei euch eine Goldmedaille gewinnen können und ist ein schöner Einstieg. Entschuldigung, kurze Zwischenfrage. Wie kommt ihr zur Nutzung der Marken Bud Spencer und deren Ziel? Die Nutzung kam quasi zu uns, wenn man so will. Wir sind von den Lizenzgebern der Bavaria in München tatsächlich kontaktiert worden. Die waren auf der Suche nach einer Whisky-Distillerie, die einen Bud Spencer Whisky aufsetzt. Und als wir das gehört haben, als Andreas Thümler da ins Telefon gegangen ist, die angerufen haben, hat es eigentlich wirklich nicht lange gedauert, dass man gesagt hat, das passt wie die Faust aufs Auge, Bud Spencer Whisky. Das ist eine tolle Marke, das ist ein positiv besetzter Figur und das wollen wir machen. Und so sind wir dann zusammengekommen. Beschreibe ihn kurz. Ja, Blends sind ja weithin bekannt. Ja. Oftmals sehr gefällige 40-prozentige Whiskys. Wir können nicht ohne unter 46 Volumenprozent, das ist bei uns quasi eins unserer vielen Statements, die wir abgeben. So hat auch dieser hier eben 46 Volumenprozent, also ordentlich Wumms. Wir tun nicht kühlfiltrieren, wir tun nicht färben. Deswegen haben wir eben auch immer mindestens diesen Alkoholgehalt, gerne auch deutlich höher. Ein Whisky, der ja dadurch besticht, dass er hauptsächlich in Ex-Bourbon-Fässern gelagert wurde, aber eben auch einen Anteil an Rotweinfässern mit drin ist. Und diese Rotweinfässer, die geben eben hier eine leichte Fruchtigkeit mit zu der Vanille, zum Bourbon mit dazu. Insgesamt ist er aber trotzdem ein sehr geschmeidiger, ja, im Alkohol auch sanfter Whisky. Also unser Alkohol ist immer schön eingebunden. Ja, die Stärke auch von 46 Volumenprozent, die kommt hier nicht unangenehm durch. Ja. Kurze Zwischenfrage. Das ist ein Single Malt Blend. Das heißt, du hast wahrscheinlich Anteile von Rauchmalz auch drinnen, oder? Das ist ein Blend aus Single Malt von uns und da ist in dem Fall jetzt hier kein Rauchmalz mit drin. Es gibt das Pendant, den Bud Spencer Peated und da haben wir dann eben auch volle Kanne unseren Rauchmalz mit drin, unser Torfrauchmalz mit 54 ppm in unserem Anteil. Unser Anteil beläuft sich hier knapp auf 19% und die restlichen 81% sind eben von der Great Northern Distillery und da kommen eben Sachen zum Einsatz wie deren Single Malt. Und deren Pot Still, also ein Irish Pot Still, sind ganz edle Produkte und die für sich auch wirklich total gut schmecken. Und das ist eben dann eine Mischung aus Irish Pot Still, Irish Single Malt und German Single Malt, St. Kilian. Spannende Angelegenheit. Können wir vielleicht noch ein weiteres Produkt gemeinsam diskutieren, besprechen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir haben ja, was unsere Whiskys angeht, die Signature Edition am Laufen. Bei uns gibt es bisher noch keinen Standard in dem Sinne. Wir haben angefangen mit Editionen, mit limitierten Auflagen. Und die Signature Edition 10, das ist also die 10. Auflage. Vorsicht, nicht 10 Jahre alt, so alt sind wir ja noch nicht. Ja, ja. Das ist die 10. Auflage mit 49,5 Volumenprozent. Sieht man hier die Flasche. Ich denke, man erkennt es ganz gut. Bei uns ist die Flasche ja entsprechend der Form unserer Potstills. Also wir haben unsere Potstills hier abgebildet in unserer Flaschenform. Und bei jeder Signature Edition geht es bei uns um ein besonderes Thema. In dem Fall haben wir uns dem Thema Malz gewidmet, also Spezialmalzen. Wir haben mit der Melzerei Weiermann hier in Franken unseren Partner, der uns quasi alles das, was nicht Torfrauchmalz ist, liefert. Und die können definitiv die interessantesten Spezialmalze, die man weltweit bekommen kann, liefern. Die haben wir hier mit einfließen lassen. Da ist also nicht nur ein Pilsner Malz drin, da ist ein Münchner Malz mit drin, ein Melanoidin-Malz, ein Karamünch, ja, und ein Cara-Aroma, das sind also teilweise Karamellmalze, Melanoidinmalze. Das sind Malze, die eben ganz andere Geschmäcker, eben gerade diese karamellisierten, diese Maillard-Reaktionsprodukte mitliefern, brotiger, dünklere Töne. Und so geht dieser Whisky etwas von der Frucht weg hin zu einer Malzigkeit, zu einer Kernigkeit, ein bisschen mehr Brotcharakter, Karamellcharakter. Und das ist mal eine Huldigung an den Brauer, der natürlich dann vorher ein Bier einbraut, das dann zum Whisky wird. Und als ja, Braumeister ist das Malz natürlich auch von meiner Seite hier was ganz Wichtiges. Letzte Frage. Ich muss leider schon langsam wieder in den nächsten Ort gehen. Wie wird man Master Distiller? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, also der Switch von der Brauerei zum Whisky, wenn man ihn so macht, wie wir es machen, auf die schottische Art, ist ein sehr viel leichterer. Und so bin ich als Diplombraumeister, als ausgebildeter Brauer und Melzer eben vom Bier
hier rübergekommen. Ich komme aus der Gegend hier und bin dann eben nach mehrjähriger Tätigkeit als Braumeister in verschiedenen Brauereien einfach zu dem Projekt dazugestoßen. Und dann durfte ich doch durch einige Trainings bei Glendronach in Schottland oder auch bei McMurra in Schweden und vielen Reisen dann viele Zulerner, den David Heinz noch mit an der Seite. Und so kann man dann eben das alles erlernen, was man dann hier braucht, um hier die Produktion auch zu leiten. Mario, ich bin von eurem Projekt total begeistert. Ihr macht absolut authentische Produkte. Mich freut es auch, dass ihr bei uns immer mit Gold und Doppelgold beim World Spirits Award abschneidet. Danke, dass du mir heute zur Seite gestanden bist. Und wir machen jetzt die Reise weiter nach Bad Kürzingen zum Gerhard Liebl. Danke, Mario, dass du mit dabei warst. Ich habe zu danken. Servus.